So, dann geht's jetzt weiter. Genau, Martin und Marc-Henri haben einige crazy Ideen zum Thema neue Rendering-Engine. Also Bevor die Überleitung so falsch klingt, im Sinne von, dass wir jetzt hier jemandem was Böses tun wollen, Fusion was Böses tun wollen, und es sind auch nicht wirklich meine Ideen, ich bin eher so dazugestoßen. Es hat irgendwie alles irgendwie mit, ich glaube, Zeitgeist ist der gemeinsame Nenner so ein bisschen. Also es ist definitiv auch, es ist eigentlich Wilhelms Arbeit jetzt, Genau. was ich hier ein bisschen zeigen wollte. Und zwar, du? Ich bin hier, weil ich Fusion mag und sozusagen als Gegenspieler von Genau, ich Mark habe. Henry und für blöde Fragen und kritische Nachfragen. Genau. Wilhelm, falls du das jetzt remote siehst, ich hoffe, ich habe ja auch ein bisschen was gemacht von dem Paket, deswegen wollte ich das mal ein bisschen hier zeigen. Ich hoffe, es soll alles in deinem Interesse auch sein. Also, ich mache mal da weiter, wo wir aufgehört haben, und das war das Raumschiff. Da ging es darum, dass wir Factories haben, die dann die Nodes rendern und wir dann aufwendig quasi PHP-Value-Objekte oder erzeugen, die eine Render-Methode haben. Das ist der Teil, wo wir jetzt quasi nahtlos anknüpfen, denn ich glaube, Bernhard, du hast es ausprobiert bei dir im Team, dass dein Frontendler das schreiben dürfen. Das ist irgendwie nicht so nett. Das hast, also das hast du nicht mal, genau, das hast du dich nicht getraut, das war der Punkt. Um es netter zu machen, brauchen wir offensichtlich etwas, was nicht PHP ist hier. Und dafür gibt es die Idee, dass man sich noch ein bisschen umguckt. Die Frage ist, warum wollen wir überhaupt was anderes vielleicht jetzt in diesen Komponenten? Und da wollte ich nochmal so ein bisschen den jetzigen Status von Fusion erläutern. Und zwar, es ist ja nicht alles, also ich will jetzt hier überhaupt nicht über schlechte reden. Deswegen habe ich das mal klassifiziert als gute Dinge und Wünsche. So. Gute Dinge sind natürlich, offensichtlich kommen damit sehr viele Leute klar. Es ist einfach zu benutzen für einfache Dinge, gerade dieses gute Beispiel Text mit Inline-Editing. Wie simpel ist das? Also kann es noch simpler sein? Gerade wenn du nicht mal Presentation und Integration trennst, ist es einfach ein File, alles fertig. Dann, also Fusion ist sehr vergebend, so habe ich das mal genannt an vielen Punkten. Also du kannst zum Beispiel die Folder frei wählen, die Namen, du kannst deinen Prototyp so nennen, wie du willst. Wenn du erstmal so ein Proof of Concept so. Render einfach. Ich weiß nur, dass als PHP-Anfänger, wenn man da irgendwann mal ranstoßt, man muss sich halt sehr viel mit PSR 12 oder nee, was war das? Vier Autoloading beschäftigen, um zu gucken, wo welcher File liegt. Das macht Fusion einfach nicht. Fusion ist einfach nett. Fusion ist ein Glob und Fusion nimmt einfach alles, was da rumliegt. Das ist jetzt quasi gut und schlecht, weil es gibt natürlich viele Konventionen, die da wieder gegenarbeiten, damit du es dann quasi schon schön machst, dass jeder versteht, was dein Projekt macht, aber so vom Prinzip her. Und Caching, es funktioniert dann durch Caching extrem schnell dann doch wiederum und hat jetzt über die letzten Jahre gut getaugt. Jetzt aber als Wunsch. Im Vergleich zum also PHP hat sich ja in den letzten Jahren extrem viel weiter, also viel weiterentwickelt. Gerade mit der 8.2-Version bin ich echt glücklich, dass ich PHP schreiben kann, also in einer neuen, modernen Welt hier. Das ist aber bei Fusion nicht so wirklich passiert. Also man sieht jetzt nicht den Unterschied von Fusion vor jetzt, sagen wir mal, 4 Jahren und jetzt oder so. Also doch, Da gibt es also keinen, naja. wie bitte? Gibt ein paar neue Prototypen, aber es ist jetzt Genau, nicht riesig. seitdem wir jetzt quasi nicht mehr Fluid nutzen von Fusion, also Fusion zu Fluid, sondern das direkt durch AFX und so nutzen, also seitdem das jetzt etabliert wurde über die letzten Zeit, Raum hat sich nichts mehr viel daran geändert. Und noch weiter zurück liegt EEL. Die Expression Language in Fusion, die funktioniert immer noch gut genug, aber die kommt auch mit modernen Sachen nicht so gut zurecht, so mit irgendwelchen Enums vergleichen. Und wenn ich jetzt eine EEL-Expression schreibe, um da quasi irgendwie Business-Logik so ein bisschen abzubilden oder die Integration, also in der Integrationskomponente da was Aufwendiges zu berechnen, fällt mir auf, gut, das ist oft verbos und nicht nur, weil das quasi jetzt deklarativ. Also, nee, was heißt nicht, also du arbeitest ja da mit puren Methoden. Dadurch wird es natürlich schon ein Stück verboser, aber da hat JavaScript ja auch andere Methoden gefunden. Und da gibt es diesen TypeScript-Propose mit Pipes und so zu arbeiten. Also man könnte auch trotzdem mit puren Methoden Code effizient schreiben, aber ihr kann einfach, also es ist irgendwie so ein halbes Ding von beiden Welten gefühlt. Es ist einfach sehr viel Bloat, finde ich. Also meine Meinung. Und natürlich ist
PHP als über die letzten Jahre einfach so attraktiv für mich auch, finde ich, geworden als Integrationssprache, dass ich definitiv dazu auch wege, zu sagen, wie Bernhard in seinem Raumschiffprojekt, wenn du so ein Riesenprojekt hast, warum nicht PHP als Integrationslanguage? Was dann wieder die Frage aufwirft, ja, und wie rendere ich das? Genau, Type-Sicherheit beim Rendern oder auch bei den Presentation-Komponenten ist überhaupt nicht gegeben gerade, das ist alles eine Stringsuppe. Und Refactorings sind immer relativ lustig. Also ich mache das immer mit einem String Replace dann und gucke, dass alles, ob ich alles hinkriege. Aber man hat immer Blindspots, das ist halt nicht so einfach. Da kann man vielleicht nochmal erwähnen, dass der Simon von VMAD, der hat ja dieses Fusion, die IDE-Support geschrieben. Damit werden Dinge bestimmt besser jetzt in der Zukunft, wenn man VS Code nutzt und dieses Plugin. Aber es ist irgendwie, für mich sollte das schon über CLI irgendwie so ein Language-Feature tiefer integriert werden. Vielleicht biegen wir da Fusion ja auch hin, das ist ja auch eine Option. Ein weiterer Wunsch, sollte vielleicht ein bisschen schneller werden. Bei Caching, bei Cache-Aufrufen merkt man das glaube ich nicht so, aber es ist ja klar, dass wenn du einen ganzen Fusion-Object wieder renderst, dass es länger dauert, als wenn du einfach nur Strings concatenatest. Genau. Dann ein letzter Punkt, das ist eher so ein da gab es auch schon Fragen zu Slack im Slack dazu. Was ist, wenn du jetzt einen Komponent hast, der jetzt sagt, ja, ich möchte nur ein Script-Tag haben, aber wenn die Seite nicht diesen Komponenten beinhaltet, möchte ich kein Script-Tag haben im Head. Ja, momentan kannst du das nicht wirklich machen, also nicht über Fusion nativ. Du müsstest quasi eventuell im Head dann gucken, ob es den Content-Node gibt und dann das aufwendig mit Cache-Invalidation und schauen und dies und das. Aber mit Component, so wie man sie im Raumschiff sieht, ist es tatsächlich sogar möglich, dass du, weil die Daten nur gecached werden, aber nicht das Rendern der Components und die Components immer gerendert kann man quasi aktiv anderen State noch manipulieren und hat quasi mehrere Return-Werte. Einmal den String, was wirklich gebaut wird, und dann kann man quasi an die Page nach oben eine Collection an JavaScript-Objekten, JavaScript-Include-Tags zurückgeben. Und das finde ich sehr charmant. Und ohne jetzt, ich rede schon viel zu viel, das habe ich eben schon gesehen, das tue ich, tut mir leid. Um jetzt da einzusteigen, würde ich einfach das zeigen, was wir eben schon gesehen haben von Bernhard. Und das ist ja quasi die Rückseite. Das ist zum Beispiel ein Image, wie Bernhard das jetzt im Raumschiff schreibt. Aber das Projekt hier zeigt quasi, dass das nur generierter Code ist und dass man das, also so oder möglich, in der Zukunft möglicherweise schreiben kann. Und so geht das hier voran. Also, dass es AFX ist, heißt es nur, weil das quasi, es war irgendwie naheliegend gerade, aber es könnte genauso XYZ heißen. Es ist eine komplette Library, die dieses Format parst und dazu PHP-Objekte baut, die dann genau das abbilden. Und damit kannst du quasi genau etwas rendern, wenn du das über PHP integrierst. Oder möglicherweise auch über Fusion, aber das macht dann keinen Sinn mehr. Also die Idee ist, dass man das mit einer PHP-Integration nutzen kann. Genau. Geht auch ein bisschen komplexer, aber das Limit ist hier definitiv, dass du Nodes werden es nicht schaffen, in diese Komponenten reinzukommen. Das heißt, die Integration muss definitiv vorher passiert sein, was natürlich Fluch und Segen zugleich ist, aber wenn du so ein großes Projekt hast, wie jetzt irgendwie Bernhard im Raumschiff, da willst du, glaube ich, wirklich nicht Notes in der Präsentation haben, weil dann bist du ein bisschen dabei. Notes in der Präsentation, das gilt ja auch jetzt nicht als Good Practice, sondern... Ja, aber wenn du nur so, klar, wenn du ein Hello World machen würdest, dann ist es natürlich für das erstmal ein großer Aufwand, aber es sollte sich immer ausbalancieren. Genau. Also letztendlich nimmt das Ganze das, was wir finden, was die guten Erfahrungen aus Fusion sind, ne, dass die AFX einfach eine super effiziente Syntax ist, um Präsentationen auszudrücken. Das sollte beibehalten werden. Also man schreibt nur die AFX-Datei, macht es aber ein bisschen expliziter, was die Spezifikation des Interfaces angeht. Also in AFX ist es ja Best Practice, dass man einer Komponente reinschreibt, was sie an Daten erwartet. Man kann noch Prop-Types dazu schreiben. Muss man aber nicht. Genau, und das ist hier dieses Interface. Das ist halt letztendlich hier verbindlich. Also Daten, die man da nicht reinschreibt, die kommen auch nicht an. Hat natürlich den Vorteil, man kann das super testen. Man weiß auch ganz genau,
was für Daten der Renderer da zu erwarten hat. Und das ist wahrscheinlich für Frontend-Entwickler, wenn sie bisher Templates gewöhnt sind, etwas, woran sie sich gewöhnen müssen, aber das hat mehr Wert. Weil dass man halt wirklich deklariert in einem Template oder in einer Komponente, was sie für Daten erwartet, ist halt etwas, was nicht optional sein sollte und was auch in AFX momentan nur von gutem Benehmen zusammengehalten wird. Genau. Hier sieht man das nochmal deutlich, die Props, die reingehen, wie sie dann direkt als Public Constructor-Argumente in PHP umgewandelt werden, in die jeweiligen Typen. Oder wenn das halt komplexe Subtypen sind, sind das auch quasi komplexe Objekte hier. Also was ist komplex, aber wieder Value-Objekte. Und genau. Weiter kann man sagen, dass das natürlich so ein bisschen aussieht wie JavaScript und das hat auch irgendwie so ein, oder TypeScript und das hat einen Grund. Einer der ersten Drops, ich habe mal geschaut von Wilhelm, der war tatsächlich den TypeScript-Spec zu nutzen, um das zu implementieren. Da hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass der ein bisschen zu groß ist und ein bisschen zu viel erlaubt. Und das ist so ein Kompromiss, so nach dem, was wollen wir wirklich machen, weil TypeScript kann jetzt ja, also mit im Zuge mit JSX, kann ja sehr gut Komponenten rendern, aber war ja auch nicht von A bis Z dafür ausgelegt. Deswegen ist diese Sprache mit Export Component, also es ist, die Komponenten sind das einzige Citizen und auch, also der, ja, dadurch sind sie First Level. Also die Sprache geht nur, handelt nur von Komponenten und das macht es auch, dadurch, dass es quasi kein voller JavaScript-Spec ist oder so, können wir den Parser simpler halten und wir können auch einfach mehrere dadurch, also wenn der Parser simpel ist oder die Sprache simpler ist, können wir die tatsächlich auch zu mehreren Targets kompilieren. Also das ist nicht direkt 1:1 verwendbares JavaScript natürlich, weil Match gibt es nicht, aber wie es im Manifesto beschrieben ist, gibt es möglicherweise irgendwann dann ein Draft, wie man die Client-Side quasi generieren kann von demselben Rendering-Code. Also hat man ein isomorphisches Rendern sozusagen, weil das dieselben Komponenten sind. Also die deklarierst du einmal in dieser High-Level-Language, einmal kriegst du ein PHP-Result raus und einmal ein JavaScript-Result oder was auch immer für ein Framework-Result. Und das ist, finde ich, sehr mächtig. Und das sind Ideen für die Zukunft, aber ich finde, momentan ist, glaube ich, eher die Frage, was wir wie wir den Mehrwert auf der PHP-Seite da sehen, weil wenn man sich jetzt anguckt, was da generiert wird, ist halt das ist halt simple String Concatenation und nichts kann PHP schneller. Also die Expressions, die man da sieht, die sind halt wirklich stumpf. Das heißt, man hat weiter nach wie vor die Sicherheit, dass der Frontend-Entwickler nicht versehentlich im Backend irgendwie irgendwas umschmeißt oder die Sicherheit des Systems kompromittiert, weil der PHP-Code ist generiert, der kann nichts weiter, der kann halt wirklich nur Dinge ausgeben, andere Komponenten aufrufen und letztendlich sind das die Sachen Strings concatenaten, andere Dinge aufrufen, wahrscheinlich noch über eine Liste loopen und dann halt noch eine Condition, also wenn dies, dann das. Also viel mehr kann das nicht. Was viel, viel weniger ist, als IL kann. Das heißt, es muss auch nicht ständig irgendein Expression Evaluator gestartet werden. Man darf da keine IL-Helper benutzen, also es gibt keine IL-Helper. Genau. Man darf nur pur agieren. Ich glaube, in dem letzten Draft, das war auch ein bisschen, ich glaube, wir haben sogar arithmetische Operationen rausgekickt. Genau, also das ist schon ganz schön, das ist heftig. Man kann auch kein Datetime-Objekt reingeben, soweit ich weiß. Ja. Also man muss es halt fertig gerendert reingeben. Das ist, keine Ahnung, ob man das so benutzen möchte in größeren Projekten, aber es ist auf alle Fälle konsequent und extrem schnell. Genau. Und hat halt den Vorteil, dass man die Dinge auch direkt in Cache legen kann und dann erst zur Laufzeit rendert. Das, genau. Also damit das nochmal verständlicher ist, so ein einfacher Component wie dieser hier. Der Fusion Cache basiert ja momentan darauf, dass du einen kompletten Render, also immer diese Komponenten direkt, dass das finale Ergebnis
des Komponenten in diesen Cache schreibst und mit Cache-Markern sagst, hier beginnt's, da endet es. Und wenn du quasi ein Node änderst, würde dieser ganze, das fertig gerenderte HTML für diesen Komponenten quasi geflasht werden. Also je nachdem, wo deine Cache-Grenzen gesetzt sind. Wenn man für diese Component-Engine jetzt Bernhards Component-View als Integration nutzt, bekommt man einen sehr mächtigen Cache-Mechanismus geschenkt, der, was ich eben angesprochen hatte, nur tatsächlich die Input-Daten cached und nicht das final gerenderte HTML, was bedeutet, dass theoretisch, auch wenn es diese Sprache jetzt noch nicht erlaubt, könnte man sagen, dass man quasi einen zweiten, also ein Return ist natürlich nur einmal, aber ihr versteht, was ich meine. Also man kann in mehreren Sachen, also weil dieser Komponent wird immer ausgeführt und dadurch kann man sicherstellen, dass wenn ich irgendwo noch so ein Objekt bei Reference durchgebe, was natürlich nicht so lecker ist, dann kann ich immer sicherstellen, dass wenn das Objekt gerendert wird, dass es da was reinpusht oder so und dann kann ich das immer im Head mit ausgeben. Und das finde ich auch sehr charmant und ein guter Gewinn. Für. Das ist eine weitere, also ich meine, Tunnel durchs Weltall haben wir auch in Fusion genug, insofern. Genau. Also ihr kennt bestimmt Sidecast Slipstream, das versucht genau das also zu lösen, das Problem nur mit anderen Techniken. Anderen Middleware, genau. Genau, aber genug geredet dazu. Ich wollte noch erwähnen, dass die Factories, die wir ja eben in Bernhards Projekt gesehen haben, die sind natürlich dann, wenn man das jetzt erstmal so nutzt, wie das jetzt quasi, also wenn die Component Engine heute fertig wäre, dann müsste man wahrscheinlich genauso eine riesen Factory schreiben. Und das ist noch das, was wo ich vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch was diskutieren können, wir haben 5 Minuten, aber ich weiß, dass es doch ein wenig viel erscheint, wenn man, weil der Rendering-Teil scheint jetzt einfach, finde ich, aber die Factories, wenn man das so nicht bloated, aber es ist einfach, es ist natürlich ein bisschen mehr. Es ist natürlich super analysierbar, nee. Aber ich will vielleicht nicht das ganze Fass jetzt haben. Genau. Also das ist die Stelle, wo ich auch finde, dass das noch hoch experimentell ist, weil im Prinzip wir haben halt, also was die Idee hinter dem Konzept, die ich gut finde, ist, dass man den AFX als Syntax weiter beibehält für die Presentation-Side, weil die hat sich als wirklich bewährt. Dass man aber sagt, wir wollen die Integration in einer Sprache machen, wo wir guten Tool-Support haben, wie PHP. Ja. Weil sowas wie statische Analyse kriegen wir in Fusion nicht in der nahen Zukunft und vermutlich auch nie. Ja. Insofern würde sich PHP da anbieten, aber die Integration muss halt, da müssen wir, glaube ich, noch sehr viele Iterationen drehen, bis es strukturell ähnlich einfach ist wie in Fusion. Also es wird anders aussehen, aber... Mir persönlich wäre sehr wichtig, dass es für den Integrator ähnlich gut zu lesen ist. Genau, ich habe da mal rumgespielt, sagen wir so. Und stellt euch vor, also ich wollte definitiv beibehalten, dass man relativ flexibel seine Integration durch die Gegend schieben kann, keine Namespaces benutzen muss und einfach nur deklarativ sagen kann, das ist jetzt dieses Headline, das will ich so rendern. Und mit Functions, die man returnt aus einem PHP-File, kann man lustige Dinge tun. Das ist definitiv jetzt nicht die Zukunft, aber es ist ein Draft und vielleicht lädt da ja ein zur Diskussion. Wie man hier sieht, so wäre das quasi zu nutzen, wenn man die Component Engine nutzt und man hätte dann quasi nicht müsste nicht den Overhead einer Factory nutzen, was aber nicht dagegen spricht, wenn du sagst, nee, ich möchte das lieber komplett selbst bauen und keine Magic Auto Glue Code zu haben, dann kannst du natürlich einfach alle Factories so bauen, wie du willst. Das ist aber bisher noch das Ding, wo ich sage, ohne eine opinionated und deklarativ und einfach zu nutzende Integration, also die quasi Type-Sicherheit und Einfachkeit, also wie Fusion verspricht, bekommen wir wahrscheinlich auch die Component Engine nicht so leicht unter die Leute. Was ist denn Rendering-Stuff? Ist das Node und Site ja, und Document Node? Oder was ist denn dann noch so alles? Wahrscheinlich drin? Der UI-Builder, die Requests und das Übliche. Das ist der Fusion-Kontext quasi. Um Kontext kommt man nicht so leicht herum. Okay. Genau. Also sprich, du hast alles Komplizierte kurz zur Seite geräumt, damit es ordentlich aussieht. Ja, genau. Also den gibt man dann auch in... Nein, also das ist nur... Es ist ein Draft, der funktioniert. Es sind sehr viele Baustellen, an denen man arbeiten kann. Ich habe, glaube ich, daran... Also, was ich total elegant finde an dem Ansatz, ist halt dass du über eine Annotation die Verbindung zum Node-Type schaffst.
Und dass es eine einfache Funktion ist, weil beim Rendering, ja, wenn ich eine Klasse machen würde, dann hätte die genau eine Funktion Render. Und das finde ich total elegant. Wie man den Kram reinkriegt, den man sonst noch muss, ist halt ja eine Frage. Aber es ist, ich finde den Ansatz einfach total wert, also ausprobiert zu werden. Aber nochmal, das ist experimentell. Ja, das hat jetzt, das ist nichts, was irgendwie im nächsten Jahr die offizielle Methode wird, Nodes zu rendern. Erstmal müssen wir einen Neos 9 fertig kriegen. Genau. Mehr als nur das. Also insofern, genau. Aber es ist die Frage, wohin sich das langfristig entwickeln kann. Und ich finde es strukturell, also die Chance, dass wir damit guten Tool-Support für unsere Integration erreichen, ist größer, als aus Fusion eine statisch getypte Sprache zu machen. Das, und es geht ja auch nicht darum, gleich jemanden anderen zu verdrängen, so wie wir es bei Fluid gemacht haben. aber es ist, mein Ziel wäre auch schon, dass Neos vielleicht einfach ermöglicht, zwei Rendering-Languages parallel, also nicht parallel, aber so exklusiv nach dem Motto, du kannst das eine oder das andere. Ich weiß, dass Bernhard noch ein paar Hacks benötigt, um da seine View komplett zu registrieren für den Frontend-Controller und so weiter. Wenn wir da ein bisschen agnostischer werden im Core und sagen, das ist uns doch gar nicht so wichtig, dass es Fusion ist, das wäre schon mal ein kleiner Schritt. Man müsste eh eine Migrationsstrategie haben, wie wir aktuell. Es ist uns ja auch egal, ob irgendein Content mit Fluid und Fusion gerendert wird, das ist dem Neos egal. Eine ähnliche Strategie müssten wir da auch ermöglichen. Wäre charmant, wenn man das zu installieren kann. Genau. Ich glaube, wir sind hiermit fertig dann. Die Zeit müsste gefühlt ablaufen. Vielen Dank auf jeden Fall. Genau, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das wirklich so ein Experiment, wie wir quasi in Zukunft rendern könnten und schneller werden als heute sozusagen, Performance rausholen können. Und ich finde es wichtig, dass wir in so verschiedene Richtungen experimentieren. Und was ich super finde, ist, dass das schon Code ist, der schon in irgendeiner Form wirklich was tun kann sozusagen. Und dass wir uns so ein bisschen da praktische Erfahrungen draus sammeln. Ich finde es natürlich auch super spannend, wenn sozusagen die Fusion-Fraktion jetzt in deiner Gestalt und die Nicht-Fusion-Fraktion, zum Beispiel in deiner oder Wilhelms Gestalt, sich zusammentun, weil ich glaube, das ist auch eine große Stärke von uns, dass wir quasi so mit verschiedenen Blickwinkeln auf die Welt gucken können und trotzdem irgendwie zusammen eine gemeinsame Idee entwickeln können, wo die Reise hingehen soll. Es ist eher gespaltene Persönlichkeit, weil ich bin definitiv auch ein Fusionist meiner selbst, aber es ist immer so, mal so, mal so, Engelchen. Ja. Also ich meine, wir haben halt auch einen gewaltigen Aufwand an den Hacken, dadurch, dass wir Fusion und EL maintainen müssen. Und die Teile, vielleicht nehmen wir einfach PHP, dann ist das ganz umsonst. Die Idee ist schon ganz cool. Und sollte einfach mal beleuchtet werden und mal gucken, wohin wir da mitkommen. Und vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, geh weg mit dem Scheiß. ganz deutlich eben, weil für mich Fusion immer viel einfacher war, aber halt gerade mit der rapiden Entwicklung in PHP, was so Type Safety und Co. angeht, wo man auch gerade Komplexität viel mehr in den Griff bekommt, also gerade in großen Projekten, um immer noch Änderungen machen zu können und sicher zu sein, dass nicht irgendwo die Hälfte zerbricht, ist das einfach etwas, was man, glaube ich, also um noch größere Projekte machen zu können, müssen wir entweder ein type-safes Fusion haben oder wir müssen uns da auch langsam davon wegorientieren und sagen, wir brauchen da auch etwas, wo wir Tooling haben. Gut, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, und danke auch an Wilhelm für seinen ersten Draft.